Vielen Dank für die Einladung und dass ich hier dabei sein darf, dass ich einen fachlichen Input geben darf. Und ich bin ganz gespannt vor allem auf den Austausch. Also unser Thema ist heute: Meine Haltung prägt mein Handeln, Selbstkompetenz als Basis professionellen pädagogischen Handelns. Und wir hatten ja ein bisschen schon im Vorgespräch darüber uns ausgetauscht, dass sich die Frage auch immer wieder stellt, was ist eigentlich eine Haltung? Also wir sprechen so viel darüber und es wird so oft gesagt, ja, man braucht nur die richtige Haltung. Und in der Forschungsstelle, in der wir das Thema bearbeitet haben, in der Forschungsstelle Gabungsförderung, wurde da sozusagen nochmal genauer hingeguckt, was ist eigentlich Haltung und wer hat eigentlich was dazu gesagt und gibt es überhaupt eine Definition dazu? Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Also ich fange gleich damit an zu erzählen, wie sich jetzt nicht in einem riesigen Rücklauf sozusagen, aber was hat Haltung eigentlich auch mit Geschichte zu tun? Was hat Haltung mit Selbstkompetenzen zu tun? Weil die sind beeinflussbar. Und wie ist es eigentlich im Alltag? Wie gehen wir da mit unserer Haltung um? Das sind so ein bisschen so grob die Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Ich habe einfach mal ein Beispiel mitgebracht, wo sich ja schon eine Haltungsdiskussion entfachen kann. Mit Essen spielt man nicht. Und jetzt könnten wir darüber diskutieren, ist es okay, darf man mit Essen experimentieren oder nicht? Und darf man Dinge zweckentfremden oder ist es dann Verschwendung bei Essen oder auch bei Gegenständen? Wenn ich jetzt eine Gabel benutze als Flaschenöffner, ist es dann Verschwendung oder ist es erst dann, wenn die Gabel sich verzieht und nicht mehr nutzbar ist? Oder ist es Verschwendung, wenn ein Kind Gänseblümchen nimmt, die auseinanderpflückt und man die nicht als Pflanze für sich im Garten stehen lässt oder dass sie ein Kaninchen zu essen gibt, weil dann ist es was Sinnvolles? Also an der Stelle könnten wir schon in Diskussionen kommen, was für eine Haltung habe ich eigentlich dazu? Und man spürt, glaube ich, auch schon so ein bisschen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, boah, da kommen ganz viel von dem, was mich als Person ausmacht, was meine Werte ausmacht, das spielt da alles rein. Aber darauf gehen wir dann noch ein bisschen näher ein. Und um so ein bisschen auch nochmal dahin zu kommen, wie Haltung auch durch Gesellschaft, durch Geschichte geprägt ist, habe ich ein anderes Beispiel mitgebracht und hatte nochmal in die Geschichte des Kindergartens geschaut auf Social Net. Sie sehen da auch den Link und können da gerne auch mal selber reinschauen. Ich fand das ganz spannend. Das ist so eine Zusammenschau, so ein langer Artikel, in dem nochmal beschrieben ist, wie ist Kindergarten entstanden und was für Themen oder auch mit was für eine Haltung, mit was für Werten wurde Kindergarten da eigentlich gelebt. Und ich habe hier mal so zwei Zitate mitgebracht. Sie sehen auf dem Foto Jungs, die in der Kaiserzeit, also so in der Zeit zwischen 14 und 18, als der Erste Weltkrieg war, im Kindergarten erzogen wurde. Und man hat damals schon also mit so Begrifflichkeiten wie Bewahranstalten gearbeitet. Es war ein ganz anderer Blick auch auf diese Einrichtung und oft für Kinder, die einfach nicht gut aufgehoben waren und so weiter. Und das erste Zitat ist: Und wenn wir es sonst für wert halten, die Kinder durch Gewöhnung allmählich zum Verständnis kleiner Tugenden wie Sauberkeit, Ordnung, Verträglichkeit zu führen, wie viel mehr wollen wir jetzt ein Verständnis anbahnen für den großen Menschenerzieher Krieg? Also man merkt an dem Zitat schon, es ging darum, mit Krieg zu leben und auch auf Krieg vorzubereiten. Und unten haben wir: Wie kann eine Erzieherin die gegenwärtigen weltgeschichtlichen Ereignisse zur Vertiefung ihrer Arbeit an den Kindern ausnutzen? Schon beim Spiel haben wir reichlich Gelegenheit, die gegenwärtigen weltgeschichtlichen Ereignisse auszunutzen. Unsere Jugend spielt da jetzt besonders gern Soldaten und draußen im Wald und Feld lassen sich ganz wunderhübsche Kriegsspiele machen. Da werden Festungen erstürmt, Eilmärsche angesetzt oder mit Schneebällen, die vortreffliche Kanonenkugeln bilden, große Schlachten ausgefochten. Das nur noch mal als Idee, dass in einer ganz anderen Zeit ganz andere Dinge eine Rolle gespielt haben und auch ganz sicher die Haltung geprägt haben, die zu Kindern, zur Erziehung, zur Pädagogik stand. Ich habe das mal so, also da müssen wir jetzt nicht stundenlang drauf eingehen, aber ich habe das mal so ein bisschen aufgedröselt anhand dieses Artikels, dass sozusagen von dieser Zeit Erster Weltkrieg bis
so heute ganz viele verschiedene Strömungen, Themen die Haltung beeinflusst haben. Also in der ersten Zeit, also 14 bis 18, ging es wirklich viel um Disziplin, um Ordnung, um Patriotismus. Dann gab es in der Weimarer Republik in den 20er Jahren auch mal, da kamen ja diese Reformpädagogen auch mehr zum Tragen für eine Zeit. Montessori hilft dir, es selbst zu tun. Waldorf mit den ganzen Werkstätten, Psychoanalyse, das wusste ich zum Beispiel nicht, hat später auch die Kinderläden, die es da gab, beeinflusst. Und da ging es dann mehr um, also Fröbel hat ja das Spiel sehr an den Vordergrund gestellt als Ausdruck der kindlichen Entwicklung und Montessori die Selbsttätigkeit und Selbstständigkeit der Kinder. Also da waren dann nochmal ganz andere Werte wieder im Vordergrund. Dann kam die Nazi-Diktatur, das wäre ja hier Punkt 3, wo es dann auch, wo der Versuch gestartet wurde, alle Kitas gleich zu schalten mit der Idee, diese nationalsozialistische Erziehung flächendeckend voranzubringen. Das ist auch viel gelungen, aber nicht allen. Also es haben auch christliche Einrichtungen geschafft, sich dem Stück zu entziehen. Und Kita im Krieg, kann man sich auch vorstellen, dass da ganz andere Themen geschwirrt sind, als wir die heute begleiten. Dann kam die Zeit, also der Neubeginn bis zur Wiedervereinigung Deutschland 89 und dann gab es die Kindergarten in der DDR. Also ich mache das jetzt nur ganz grob, ne? Da könnte man ja auch tief einsteigen, aber das ist eigentlich unser Thema heute. Also die Kita mit dem Ziel, orientiert am sozialistischen Menschenbild, die Kinder zu erziehen. Und es gab sozialistische Bildungspläne. Hier in Deutschland war die Kita dann später zum Beispiel durch diesen Sputnik-Schock. Also Russland hat eine Rakete ins All geschickt und die waren dann auf einmal so fortschrittlich. Und dann gab es bei uns plötzlich auch in der Kita Vorbereitung auf Schule und Arbeitsblätter und Schwungübungen und solche Geschichten. Das ist alles scheinbar auch in dieser Zeit entstanden. Aber es war auch die Zeit, Nachkriegszeit, wo es Kritik an autoritären Ideologien gab und wo sich auch sowas wie Kinderläden als alternative Einrichtungen gegründet haben, die auch ein ganz anderes Bild vom Kind hatten und so weiter. Ja, und jetzt mache ich wieder einen Sprung und in der Zeit dann quasi auch nach der Vereinigung sind nochmal wieder neue Themen in die Kitas gespült worden oder waren relevant, die sie ja auch heute, mit denen sie heute ganz viel zu tun haben. Also es gab dann integrative Kinder, behinderte, nicht behinderte Kinder sind zusammengekommen. Inklusion war in den letzten Jahren ein großes Thema. Es gab dann irgendwann die Bildungspläne. Also ich habe Erzieherin gelernt in den 90ern und zu der Zeit haben wir mit Rahmenplänen noch gearbeitet. Aber es gab keine Bundesland geschaffenen Bildungspläne, die Orientierung geboten haben. Dann ist ein großes Thema geworden, die Integration von Migrationskindern. Dann naturwissenschaftliche Themen, Haus der kleinen Forscher als Stichwort und so weiter. Und all das schafft ja ganz unterschiedliche Ausprägungen. Was für ein Bild von Kind haben wir? Wie schauen wir auf Erziehung? Wie agieren wir in unserem pädagogischen Alltag? Also kann man jetzt zusammenfassend nochmal sagen, Haltung ist auch ein Zeitphänomen. Es ist immer angelehnt an die jeweils aktuellen Erziehungs- und Bildungstheorien, angelehnt an das jeweilige Bild vom Kind und auch geprägt durch die gesamtgesellschaftlichen Interessen, Bedürfnisse und Werteorientierung. Daran, was sind sozusagen die Entwicklungsaufgaben der Gesellschaft, auch daran orientiert sich das. Und ich habe nochmal so ein Beispiel mit Wort, wo wir so ganz kurz ein bisschen tiefer reingehen können, was ja jetzt auch so ein großes Thema ist, die Kultursensibilität oder kultursensible Haltung gegenüber Familien. Ich glaube, das wäre auch nah dran, Andreas, an dem Bild, was Early Excellent auf Familien hat, ne? Wenn ich jetzt so sage, Menschen differenziert wahrzunehmen, Eltern als Experten für ihre Kinder, für ihren Kulturkreis, für ihre Lebenssituation anzusehen, Eltern mit ihren Stärken wahrzunehmen und nicht auf die Defizite zu fokussieren, also im Sinne von Ressourcenorientierung. Wertschätzung ist so ein großer Begriff. Hier ging es auch um niedrigschwellige Angebote für Familien, also in sowas wie griffbereit oder Stadtteilmütter oder Familienbesuche. Und da geht es ja auch darum, die Selbsthilfe zu fördern
und im Vordergrund das Erleben von Selbstwirksamkeit, die Bereitschaft, dass ich mich als pädagogische Fachkraft auf den Prozess des Kennenlernens einlasse und nicht so sehr mit meinen eigenen Normen da reingehe und die Dinge bewerte, also eine große Offenheit mitbringe, sensibel bin für unterschiedliche Lebenswelten, zuverlässig bin, Kontinuität als Ansprechpartnerin im Dialog biete, neugierig bin auf Familiensysteme, auf Geschlechterdynamiken, auf Erziehungsstile und so weiter, tolerant gegenüber ganz unterschiedlichen Werten bin, dass ich Zuwanderung als selbstverständlich erlebe, wenn ich weiß, dass mittlerweile 30% der Familien in Deutschland Migrationshintergrund haben, sind aktuelle Zahlen. Ja, und Vertrauen in die als wichtigste Grundlage für die Zusammenarbeit. Ich finde, das spiegelt ganz gut das, was ich auch so wahrnehme, was eine Haltung, könnte ich jetzt auch sagen, zu sein hat in der aktuellen pädagogischen Landschaft. Ja, und in der Forschungsstelle, hatte ich ja vorhin schon angedeutet, war das so, dass wir uns, weil es immer wieder hieß, man muss nur die richtige Haltung haben. Und da, wo es nicht funktioniert, da fehlt die richtige Haltung. Und dann war so die Frage, ja, was ist denn das überhaupt? Und im Grunde war das eine große Recherchearbeit, mal zu schauen, was wird wo über Haltung geschrieben. Und ich will jetzt nicht diese ganzen Begriffe erklären, aber das sind die Begriffe, die in dieser Recherche so rumgeschwirrt sind. Also sind es Glaubenssätze? Sind es Appelle? Geht es da um Einstellung? Geht es um Überzeugung? Was ist eigentlich was? Ist eine Einstellung nicht so stark wie ein Glaubenssatz oder eine Überzeugung? Geht es um pädagogische Ziele? Geht es um einen Berufsethos, den ich als pädagogische Fachkraft habe? Um was ist ein professionelles Selbst und so weiter? Und das wurde so ein bisschen aufgedröselt. Und aus dieser ganzen Arbeit in diesem Projekt ist diese Definition entstanden. Also was ist eine Haltung? Dieser Versuch einer Definition, durch was ist eine Haltung eigentlich bestimmt? Also, das ist jetzt sehr wissenschaftlich formuliert, wir dröseln das gleich auch noch weiter auf. Eine Haltung ist, deswegen habe ich es extra in so Punkte unterteilt, diese Definition, dass wir das ein bisschen einzeln ankommen. Ist ein ganz individuelles Muster von Einstellungen, die wir haben, von Werten, von Überzeugungen. Und eine Haltung ist geprägt durch einen authentischen Selbstbezug. Also wir haben auch an der Vorstelle immer davon gesprochen, eine Haltung ist wie ein innerer Kompass, den ich habe. Aber dann ist es auch wichtig, dass ich sozusagen mit mir authentisch bin, dass ich weiß, wer ich bin und wofür ich stehe. Und damit zusammenhängen sind auch Selbstkompetenzen, weil die sehr Selbstkompetenzen und Selbststeuerungsfähigkeiten, dazu erzähle ich auch gleich noch ganz viel. Und die beeinflussen auch ganz stark, wie ich meine Haltung überhaupt leben kann. Also ich kann eine Idee von etwas haben, ja, ich möchte tolerant sein, aber wenn ich in neuen Situationen mich gar nicht gut selbst beruhigen kann, dann macht mir das vielleicht ganz viel Angst und dann ist es auch schwer, tolerant zu sein, zum Beispiel. Ja, Haltung ist, wie ich gerade erwähnte, wie ein innerer Kompass, der mir Stabilität bieten kann, der mir die Möglichkeit bietet, nachhaltig zu wirken, dass ich kontextsensibel in Situationen urteilen und handeln kann. Ne, dass ich nicht nur eine Ideologie habe und sage, so muss es immer sein, sondern dass ich auch situationsspezifisch reagieren kann und mich da sicher fühle. Und dadurch auch für andere Menschen in meinen Entscheidungen und in meinem Handeln nachvollziehbar bin. Und eine hohe situationsübergreifende Kohärenz heißt sowas wie, dass ich selber einen schlüssigen Zusammenhang in allem sehe, einen schlüssigen Sinn, das ist für mich ein stimmiges Ganzes ergibt, was ich denke und fühle sozusagen in Situationen. Und meine Haltung ermöglicht mir, in Situationen eine hohe Sensibilität zu haben für die Möglichkeiten, für die Bedürfnisse und Fähigkeiten von anderen Personen, von vielleicht Eltern, von den Kindern, von den Zielgruppen, mit denen ich so zu tun habe. Das so als erstmal Definition, was macht eine Haltung eigentlich aus? Und Sie können schon sehen, da steckt ganz schön viel drin. Ich habe das nochmal so ein bisschen aufgedröselt, also eine professionelle pädagogische Haltung.
ist geprägt durch Aspekte und Grundlagen von Handlungsfähigkeit. Und die wiederum ist geprägt durch mein Fachwissen, was ich mir angeeignet habe, durch Erfahrungswissen, einfach durch Machen, was auch immer so mitläuft, was ich vielleicht gar nicht immer so bewusst habe, aber auch reflektieren kann, durch Fertigkeiten und Methoden, wie ich dann Dinge umsetze oder wie ich auch das, was mir wichtig ist, umsetze. Und natürlich handlungsleitende Orientierung, das können berufsspezifische Normen und Werte sein. Und hier habe ich das nochmal, quasi nochmal ein bisschen tiefer reingegangen. Und da kann man sehen, dass die Haltung da auch geprägt ist durch sowohl persönliche Aspekte als auch berufsspezifische Aspekte oder gesellschaftsspezifische Aspekte. Ne? Einmal, aus welchem kulturellen Hintergrund komme ich selber? Und daraus bewerte ich ja schon. Es sind ja immer Brillen, die ich aufhabe, ne? Wie ich sozialisiert bin, mein kultureller Hintergrund, auch meine Familiensituation. Also was wäre dann so ein Beispiel? Also ein Beispiel, was ich manchmal in Fortbildung auch mitnehme, ist, eine Erzieherin ärgert sich, dass eine Familie morgens, also eine Familie auch mit Migrationshintergrund, morgens immer ihr Kind mit einer weißen Strumpfhose und Kleidchen in die Kita schickt. Und dass dieses Kind sich dann nicht so frei bewegen kann und frei spielen kann, und weil es sich ja nicht schmutzig machen darf. Aber für diese Familie, die dieses Kind so gut angezogen in die Kita steckt, ist es gar nicht so, dass sie diese Dinge damit verbinden, sondern das Kind darf sich schmutzig machen. Da greift dann sozusagen die eigene biografische Erfahrung der Erzieherin, dass sie sozusagen als Kind immer, wenn sie gut angezogen war, eingeschränkt war und Ärger von ihren Eltern bekommen hat. Und dann guckt sie durch ihre Brille diese Situation an, die sie mit dem Kind und dieser Familie erlebt. Das wäre so ein Beispiel, ne? Und das prägt dann auch ihre Haltung zu dir und damit auch ihr Verhalten zu der Situation. Und bei der Haltungsentwicklung geht es darum, solche Dinge zu reflektieren im Prinzip und das auch zu erkennen, was ist hier eigentlich meins und was ist das der anderen. Okay, die Familiensituation, wie bin ich selber aufgewachsen? Bin ich mit Vater, Mutter, Kind oder vielleicht in ganz anderen Familienkonstellationen aufgewachsen? Auch diese Brille bestimmt meine Haltung. Dann natürlich die Art und der Inhalt der Ausbildung. Also ich habe selber Erzieherin gelernt, habe ich vorhin erwähnt, und habe noch sehr diesen Defizitblick gelernt. Und die Ressourcenorientierung kam eigentlich viel später. Und das auch zu switchen dann irgendwann. Und dass es nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis ist, dass da, ja, Ressourcenorientierung ist mir wichtig, sondern dass da auch wirklich was an Werten und an gefühlter Haltung sozusagen dahinter steht. Dann die Art und Weise, wie ich Berufspraxis erlebe, die Haltung der Einrichtung prägt vermutlich meine Haltung mit. Dann die Arbeit im Team, wie gehen wir da miteinander um? Das Konzept der Einrichtung. Und auch die Zielgruppe, mit der ich arbeite, also die Kinder und die Eltern in der Kita, all das prägt meine Haltung. Wahrscheinlich gibt es noch mehr Punkte. Also ich habe jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich wollte das einfach mal so ein bisschen beschreiben. Ja, und so kann professionelle Haltung durch verschiedene Konzepte und Grundgedanken eingebunden sein. Und es ist auch immer einrichtungsspezifisch, trägergebunden, Sozialraum beeinflusst. Ich würde sagen, ich bin jetzt seit 10 Jahren im NIFBE und die Arbeitskultur im NIFBE hat auch stark mit meiner Haltung geprägt. Also das, wie wir der wissenschaftliche Hintergrund, unsere Arbeitskultur und so weiter. Deswegen auch dieses Bild mit der großen Brille im Vordergrund. Ja, und was passiert, wenn gegen die eigene Haltung gehandelt wird? Das, ich habe mein Erfahrungswissen, ich habe meine Ziele und ich habe auch eigentlich immer ein Bauchgefühl zu dem, was richtig und was falsch ist. Und dann kann ich mich auch fragen, stimmt das, was denn da jetzt verordnet wird, mit meinem Bauchgefühl überhaupt überein? Oder fühle ich mich von sogenannten selbstfremden Glaubenssätzen, Anforderungen und Zielen überrumpelt? Und was macht das dann eigentlich mit mir? Und was bedeutet das für mein alltägliches Handeln und für meine Professionalität? Das gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an. Jetzt da nochmal zum Beispiel mitgebracht. Was ist denn, wenn ich in einer Kita oder an der Krippe arbeite und der Meinung bin, Kinder brauchen Mütter und lange Betreuungszeiten in Krippen sind ein Risiko für die Entwicklung von Kindern, weil
eine hohe Fluktuation im Team ist und die Bezugserzieherin gar nicht gewährleistet für die Kinder. Was macht das dann mit mir, wenn ich jeden Tag eigentlich mit dem Gefühl, das ist nicht richtig, in so einer Einrichtung arbeite? Dann könnte man sagen, dass der innere Kompass gefährdet ist, weil ich dauerhaft dagegen angehe, gegen meine Erfahrung und gegen mein Bauchgefühl. Und dann kann es auch sein, dass ich mich sozusagen da von mir selber abkoppel. Also, dass ich dann fremdbestimmt agiere, aber sozusagen meinen eigenen Kompass da gar nicht mehr nutze. Und das ist die Offenheit, die ich ja brauche eigentlich, um professionell arbeiten zu können, dass die auch leidet. Das kennen Sie so ein bisschen aus der Stressforschung auch, dass man dann so einen sehr verengten Fokus bekommt und nicht mehr den Zugriff auf all seine Erfahrungen und Handlungsmöglichkeiten hat. So, und jetzt nochmal als Beispiel, wie sich Anforderungen dann negativ äußern können. Wenn Haltungen sozusagen verordnet werden und in Form von Appellen an mich herangetragen werden, so etwas wie denke und handle jetzt inklusiv und begreife Vielfalt als Chance und habe einen ressourcenorientierten Blick auf das Kind, erkenne Begabung und fördere sie individuell. Das ist dann ja sehr on vogue sozusagen. Aber wenn ich noch gar nicht die Kompetenzen dafür mitbringe und noch gar nicht weiß, wie ich das umsetzen soll, dann kann das richtig auch zu Stress führen, ne? Zu Unsicherheit, dass ich Stress führt auch dazu, dass sozusagen mein Spiegelneuronensystem, was mir ermöglicht, empathisch zu sein, andere zu fühlen, die Bedürfnisse von anderen zu fühlen und so weiter, dass das gestört sein kann. Und in solchen Momenten neigen wir dazu, auch starrer zu werden und nicht mehr den Zugriff auf unsere Kreativität zu haben. Vermutlich, ich kenne das zumindest, ich habe hab zwei Kinder. Und wenn es ganz eng wird, dann kommen manchmal auch so Sätze aus mir heraus, die meine Mutter gesagt hat, die ich aber selber eigentlich nie sagen wollte. Vielleicht kennen Sie sowas auch. Das sind so Momente, wo es dann eng wird und wir eigentlich nicht mehr auf die Breite unserer Handlungsfähigkeiten zugreifen können. Im schlechtesten Fall kann es sogar zu Depressionen und Burnout führen. Also geht es darum, handlungsfähig zu bleiben. Und hier sieht man nochmal so leicht veranschaulicht, wie komplex eigentlich die Arbeit für pädagogische Fachkräfte ist. Es geht darum, zu beobachten, in Beziehung zu sein, zu reflektieren, Elternwünschen gerecht zu werden, Bildungspläne umzusetzen, Qualität zu entwickeln. Der Fall, der ist extra leer, da habe ich nichts vergessen, weil es gibt bestimmt noch ganz viele Dinge, die Ihnen einfallen würden, die so in dieses Zahnrad sozusagen mit reinfließen können. Und dann geht es darum, wie bleibt sozusagen dieses Zahnrad geschmeidig. Ja, und ich glaube, was in der Forschungsstelle vielleicht so ein bisschen das Innovative ist, dass Haltung mit Selbstkompetenzen verbunden wurde. Nämlich Haltung als das, was wir oben ganz viel gehört haben, denke inklusiv, sei empathisch und all diese Dinge sind ja erstmal nur kognitive Konstrukte. Aber wie kann ich die umsetzen? Und dazu braucht es eigentlich Selbstkompetenzen und die greifen in Situationen, wo es irgendwie schwierig wird oder wo es Hindernisse gibt. Und wenn ich eine hohe Selbstkompetenz habe, dann kann ich immer auf diejenige Kompetenz zugreifen, die ich gerade brauche. Also entscheidend wirken bei einer gelebten und nicht aufgedrückten Haltung persönliche Selbstkompetenzen, die auch ein Leben lang trainierbar sind. So, jetzt habe ich mal Beispiele damit gebracht. Selbstkompetenz bezeichnet die Fähigkeit, in sich verändernden Zusammenhängen motiviert und aktiv gestaltend handeln zu können, dass man sich das erhalten kann. Und dazu gehören solche Fähigkeiten wie mich selber zu motivieren, mich selber zu beruhigen, aus meinen Fehlern lernen zu können, Rückmeldungen von anderen nutzen zu können, Konflikte mit anderen gut aushalten zu können, in schwierigen Situationen kühlen Kopf bewahren zu können, zu schaffen, konstruktiv zu bleiben, strukturiert zu handeln, nach Misserfolgen den Mut nicht zu verlieren, Widersprüche auszuhalten und zu integrieren.
Es gibt, glaube ich, über 100 Selbstkompetenzen, die in der Forschung ausgemacht wurden. Also in dem Baum sehen Sie auch noch mal ein paar mehr, also auch die Fachbegriffe sozusagen, die da in der Literatur benutzt werden. Aber das gucken wir uns jetzt auch noch ein Stück genauer an. Diese Selbstkompetenzen speisen sich im Grunde aus psychischen Systemen. Und ich habe die jetzt hier mal einmal so grob aufgestellt. Man könnte so ganz grob sagen, die speisen sich aus dem Ich und dem Selbst. Und das eine ist mehr rechtshemisphärisch und das andere ist mehr linkshemisphärisch. Jetzt könnten die Leute, die sich mit Neurowissenschaft beschäftigen, aufregen und sagen, ja, aber so einfach ist das nicht. Das stimmt, so einfach ist es nicht. Es ist jetzt eine Metapher, um so ein bisschen verstehen zu können, wie wir da funktionieren. Das Selbst, sage ich jetzt mal so ganz grob, ist dafür da, Emotionen zu regulieren. Und das ist ganz eng mit dem autonomen Nervensystem zusammen und mit unserer Körperwahrnehmung verbunden. Das heißt auch, das funktioniert nicht über einen direkten Zugang von Denken oder Sprache. Darauf gehe ich auch gleich noch näher ein. Und das Ich, das ist vor allem da, um Absichten aufrechtzuerhalten. Wenn Sie jetzt das vorhaben und es geht nicht einfach so, dann machen Sie sich Gedanken, wie kann das denn gehen? Und bilden eine Absicht. Und dafür ist es ich vor allem zuständig, dass diese Absichten nicht verloren gehen und man solche Absichten auch noch weiter umsetzen kann. Hier habe ich das nochmal ein bisschen genauer aufgeschlüsselt, weil ich gehe nochmal einmal zurück, das Ich und das Selbst schlüsselt sich jeweils nochmal in zwei psychische Funktionssysteme auf. Und das eine Funktionssystem, ich habe da auch gleich nochmal Personen, die ich beschreibe, um das ein bisschen mehr zu veranschaulichen, das hilft Ihnen vor allem zum Planen. Es kann aber nur Schritt für Schritt. Es hilft Ihnen, Absichten zu bilden und zu bewahren, also Ziele zu fokussieren und die weiter auch im Blick zu haben und nicht zu verlieren. Und es wird immer aktiviert, wenn Schwierigkeiten bestehen, um Absichten zu halten. Es ist ein System, mit dem Sie logisch arbeiten, analytisch denken und es auch bewusst sprachlich mitteilbar ist. Ne? Und der zweite Teil in diesem Ich-System, der ist dazu da, sowas wie Unstimmigkeiten, Fehler, Unerwartetes, Neues, Gefahren zu erkennen. Und es ist auch in der Lage, einzelne Sinneseindrücke zu registrieren oder Risiken und Unerwartetes einzuschätzen. Es neigt aber auch zum Schwarz-Weiß-Denken, hilft strukturiert zu denken und ist auf Einzelheiten spezialisiert. Es ist so ein bisschen so, als schauen Sie durch so ein Fernrohr und gucken sich immer einzelne Aspekte an, aber nicht das Große und Ganze. Und in dem Selbst gibt es auch zwei Systeme. Und das eine, also zum einen muss man sagen, das ist ein unbewusstes System. Das können Sie auch nicht mal eben so bewusst benutzen. Wie man da rankommt, darüber können wir uns noch austauschen und ins Gespräch kommen. Aber erstmal ist es unbewusst. Das ist im Grunde das System, wo all Ihre Lebenserfahrungen wie in einem riesigen Archiv abgelegt sind. Und es kann Informationen parallel und ganzheitlich verarbeiten und integrieren. Ich mache mal so ein kleines Beispiel, wo Sie merken, dass Ihr Selbstsystem aktiv ist. Als mein erstes Kind eingeschult wurde und ich das erste Mal wieder nach vielen Jahren in ein Schulgebäude kam und den Geruch der Schule wahrgenommen habe, kamen plötzlich ganz viele Bilder und Erinnerungen. Und da merken Sie, dass Ihr Selbst aktiv wird. Das wird eher bewusst in Form von Gefühlen, von Bildern, von Körperrückmeldungen, die Sie dann spüren. Das ist sozusagen Ihr Selbst. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie in Situationen kommen, können Sie nicht Ihre komplette Lebenserfahrung durchdenken und mit der neuen Situation abgleichen, um zu spüren, ist das jetzt eine Situation, die gut ist oder schlecht ist für mich. Es ist wie ein riesen
Computer, Prozessor, der in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit alles abscannt. Und das passiert unbewusst. Und deswegen sagt man, das kann Informationen parallel und ganzheitlich verarbeiten und integrieren. Also haben Sie über dieses System Zugang zu Ihren sämtlichen Lebenserfahrungen, und zwar die in der Situation, in der Sie jetzt gerade sind, relevant sein können. Und das ist ein Erfahrungsgedächtnis, in dem all Ihre Bedürfnisse, Ängste, Vorlieben und Werte abgelegt sind. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man zu diesem System einen guten Zugang hat. Das kann sozusagen dieses Denksystem, diese ganzen kleinen grauen Kapuffel da, die können das nicht bieten. Und dieses System ist in der Lage, viele Aspekte zu berücksichtigen für komplexe Entscheidungen und Lösungen, weil da ist ja so viel schon abgelegt, was Sie erlebt haben. Und das System ist das System, was Ihnen ermöglicht, Gefühle wahrzunehmen und auch zu beeinflussen. Achso, wenn Sie in diesem System sind, dann sind Sie auch eher in einer positiven bis gelassenen Gefühlslage. Das ermöglicht Ihnen auch, spontan zu handeln und unbewusste Automatismen umzusetzen. Damit ist sowas gemeint, das ist das System, aus dem heraus Sie Kommunikation mit anderen haben. Indem Sie tanzen, flirten, Fahrrad fahren, Zähne putzen, also all so Dinge, wo Sie nicht mehr drüber nachdenken, speisen sich auch aus diesem System heraus. Und es ist ein System, das die Handlungsenergie fließen lässt. Das erkläre ich euch gleich nochmal näher, was das eigentlich heißt. Und es ist eher mit positiven Gefühlen verbunden. Jetzt gehe ich nochmal einmal zurück, weil ich das nicht gesagt habe. In diesem linkshemisphärischen System, in den beiden, ist es so, dass man eher nüchterne bis negative Gefühlslagen hat. Aber es hat seinen Sinn. Es ist nicht so, dass man sagt, das System ist jetzt deswegen doof. Weil wenn wir Pläne schmieden, wenn wir uns konzentrieren, wenn wir Gefahren absehen wollen, dann brauchen wir diese Gefühlslage. Dann hilft uns das nicht, fröhlich und positiv und so weiter zu sein. Und deswegen kann man auch nochmal sagen, das ist was, was ich auch in der ganzen Auseinandersetzung gelernt habe, dass es total wichtig ist, dass wir auch Gefühle haben, die wir als negativ empfinden, weil die alle eine Funktion haben. Und hier habe ich das nochmal anhand von Personen versucht darzustellen. Das kommt aus dem Buch Die Kraft aus dem Selbst von Maya Storch und Julius Kuhl. Ich kann Ihnen dahinter auch nochmal die Literaturtipps geben, in der Sie wirklich anschaulich, finde ich, versuchen, diese komplexe Theorie, die dahinter steht, zu erklären. Und das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe mit der linken und der rechten Hirnhälfte, das finden Sie jetzt als Person wieder. Also der Roland Kramer links, der entspricht dem Verstand. Das ist einer von denjenigen, der da in diesen grauen, kleinen Büros sitzt. Ne? Und der wird beschrieben als ein Informatiker, der super strukturiert ist, der seine Arbeit sehr gewissenhaft macht, der sehr planvoll vorgehen kann. Ich denke mal, da haben Sie schon eine Idee, was das für eine Person sein kann. Aber was er eigentlich möchte, ist, eine Kollegin anzusprechen. Und das mit dem Flirten, das ist für ihn total schwierig. Weil da denkt er so drüber nach. Ne? Wie mache ich das? Wie spreche ich die an? In welcher Situation? Was muss ich dann sagen? Und dann grübelt er und grübelt er. Und für solche Situationen wie Flirten brauchen wir aber eigentlich eher das, was Tina Fischer unten ist. Eine Person, die intuitiv agiert. Ne? Die nicht so darüber nachdenkt, wo das einfach funktioniert mit der Kommunikation, weil sie ihre Intuition dafür nutzt. Und deshalb sind seine Entwicklungswünsche auch, intuitiver handeln zu können, in so eine positive Handlungsenergie zu kommen. Wenn man Pläne macht und nicht in positive Handlungsenergie kommt, dann bleiben die Pläne Pläne. Das heißt, diese psychischen Systeme, also kann ich mal kurz vorwegnehmen, da ist es wichtig, dass man wechseln kann von einem psychischen System ins andere. Also dass ich von der linken in die rechte Gehirnhälfte wechseln kann und umgekehrt. Michaela, kann ich mal kurz reingrätschen? Ja. Hier, weil das gerade passt, die Frage kam im Chat. Dominiert bei manchen Menschen das ein oder andere System mehr oder weniger? Kann man dazu eine Aussage treffen? Ja. Also ich habe es gestern noch gelesen, Herr Kuhl hat geschrieben, wir nutzen meistens schwerpunktmäßig ein bis zwei Systeme.
Und das ist sozusagen teilweise genetisch bedingt, das ist aber auch, wie wir sozialisiert sind, ist es so, dass wir erstmal einen Schwerpunkt auf ein bis zwei Systemen haben. Aber die gute Nachricht ist, dass wir lernen können, zwischen den Systemen zu switchen. Und deswegen habe ich hier auch geschrieben, dass bei Herrn Kramer zum Beispiel, das sind Entwicklungswünsche, die er formulieren könnte, ne? Dass er lernt, intuitiver zu handeln, dass er lernt, in positivere Handlungsenergie zu kommen, dass er lernt, auch auf Unvorhersehbares reagieren zu können, weil er zum Beispiel sagt, oh Gott, und wenn ich eine Schulung gebe als EDVler und dann reden die alle durcheinander und stellen durcheinander Fragen, dann überfordert mich das total. Ja, und auch weniger zu grübeln. Und rechts haben wir die Sabine Korstig, die wurde als Sekretärin beschrieben und die ist sehr so in dem System, was auch Fehlersummen genannt wird. Das ist super für ihren Job. Also der Chef, der schätzt das total, dass sie so strukturiert arbeiten kann, dass sie immer den Überblick hat, dass sie Zahlen, dass sie da keine Fehler macht mit Zahlen und so weiter. Aber wenn die zum Beispiel an die Rezeption geschickt wird und mit Leuten zu tun haben soll, dann ist sie überfordert, weil sie keinen guten Zugang zu ihrem Selbstsystem hat, was man braucht, um Kommunikation mit anderen zu haben. Und dann wird sie auch als humorlos erlebt oder als so ein bisschen muffig. Und ihre Entwicklungswünsche wären dann vielleicht auch eine bessere Selbstwahrnehmung zu entwickeln, um überhaupt zu spüren, was sie für Bedürfnisse hat, was sie für sich tun kann, damit es ihr gut geht. Und nicht immer nur in diesem Modus, der ja auch mit eher negativen Gefühlen verbunden ist, dauerhaft hängt. Und dann gibt es die beiden, die mehr in diesem Selbstsystem, also die mehr auf der Grünwiese leben, schwerpunktmäßig. Das ist einmal der Olaf Mendel, der ist Arzt in der Geschichte im Buch. Und der wird vom Team total geschätzt, weil er ist so immer im Selbst, der eine super Selbstberuhigung, der ist der Fels in der Brandung, da kann, also egal was passiert, der bewahrt immer die Ruhe. Aber was ihm fehlt, ist im privaten Bereich, taucht seine Mutter mittlerweile mit zwei verschiedenfarbigen Socken und offenem Hosenstall auf und sind so Anzeigen von Demenz und da will er irgendwie nicht hingucken. Also er bräuchte es eigentlich ab und zu mal in den Fehlersum zu gehen und sich auch mit leidvollen Erfahrungen zu konfrontieren, um da auch handlungsfähig zu sein. Und diesen Fehlersum auch öfter zu nutzen, wie die Sekretärin dauerhaft benutzt. Und dauerhaft ein System zu benutzen, hat eben auch Nachteile. Also vielleicht ist so jemand wie Olaf Mendel, könnte man sagen, dem geht es irgendwie gut und er fühlt sich wohl, aber man könnte auch sagen, das sind Menschen, die haben, wie sage ich das so, als ich sage, es kriegt nicht ganz wertfrei hin, aber eine bisschen flachere Persönlichkeit, weil die das nicht gelernt haben, auch schwierige Dinge in ihre Persönlichkeit zu integrieren und damit einen guten Umgang zu entwickeln. Die neigen dazu, was zu delegieren. Also das Problem mit der Mutter delegiert er wahrscheinlich eher an seine Frau, weil er sich dem selber nicht so stellen mag. Und die Tina Fischer, die letzte Person, die so, da heißt es intuitive Verhaltensstörung, ist der Fachbegriff, die sehr aus diesem psychischen System agiert. Die ist Erzieherin in der Geschichte und ist so jemand, die alle mögen, die so fröhlich ist und die so super in Kontakt mit anderen kommt und die so sagt, wenn jemand eine Idee hat oder ein Projekt, immer sagt so, ja, ich bin dabei und mach da mit und so. Die das Herz auch auf der Zunge hat und manchmal auch so Sachen raushaut, wenn sie drüber nachdenkt, das vielleicht nicht unbedingt gesagt hätte. Und ihre Entwicklungswünsche sind eigentlich sowas wie Selbstbremsung zu lernen. Also vielleicht doch auch mal, ne, in den Verstand, das, was der Roland Kramer gut kann, so nachzudenken, ist es jetzt sinnvoll, einen Plan zu machen, mal einen Kalender rauszuholen, wenn ich ganz viele Projekte machen will, in welcher Reihenfolge sind diese Projekte sinnvoll zu planen und so weiter. Das wäre jetzt was sie für sich entwickeln könnte. Und hier habe ich das quasi nochmal zusammengebracht, ne, dass die Sabine Korstig, wenn ich jetzt die Maus bewege, dann sieht man das, ne? Ja. Dass die Sabine Korstig, die hat jetzt mal gewechselt. Das Entscheidende sind nämlich bei der Entwicklung von Selbstkompetenzen im Prinzip hier diese Brücken. Dass wenn sie
ein bisschen mehr über sich herausfinden will, was ihr gut tut und damit vielleicht auch mehr gute Stimmung für sich entwickeln kann, dann bräuchte sie einen Selbstzugang. Dann bräuchte sie das da zu sehen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, was ist mir eigentlich wichtig, was sind meine Werte. Und auch im Kontakt mit anderen zu sein, also dieses Intuitive, wir haben das intuitive Verhaltenssteuerung, damit das gut funktioniert, braucht sie das eben auch, einen guten Selbstzugang zu haben. Und für den Herrn Kramer gilt es genauso. Wenn er mit Menschen in Kontakt sein will, also dieses Selbstsystem, ich weiß gar nicht genau, ob ich das so sagen kann, ob das wissenschaftlich richtig ist, aber ich glaube, dass das Spiegelneuronensystem auf jeden Fall damit verknüpft ist. Und das ist ja das, was uns ermöglicht zu fühlen, was andere zu fühlen. Und Sie kennen das vermutlich auch, diese Forschung, wenn Kindern oder Babys sogar Videos von ihren Müttern gezeigt werden und die reagieren in den Videos nicht prompt, sondern verzögert auf das, was das Kind sozusagen an Interaktionen initiiert, dann ist das total irritierend für die. Und diese intuitive Verhaltenssteuerung ermöglicht uns, dass das im Fluss ist, diese Kommunikation. Also Kommunikation funktioniert nicht über Nachdenken. Und deswegen ist es wichtig, dass was der Kramer da auch mal wechseln kann. Und umgekehrt natürlich genauso, ne, dass der, ich weiß gerade, Herr Mendel, der Arzt, dass der sich auch mit leidvollen Erfahrungen konfrontieren kann. Und dazu muss er ab und zu mal den Fehlerzoom anmachen und sich das ein bisschen genauer anschauen, was da eigentlich ist. Aber um die leidvolle Erfahrung zu integrieren, ja, muss man auch die Brücke wieder zurückgehen ins Selbst. Sonst ist es nur gedacht, sonst mache ich das nur mit dem Verstand und denke darüber nach. Aber das integriert mich in mein Erfahrungsbrechen sozusagen. Naja, und hier die Tina Fischer, die das auch braucht, ab und zu mal, um eine Struktur zu entwickeln, um überlegt handeln zu können, in den Verstand zu gehen und Pläne zu schmieden. Michaela, wärst du damit einverstanden? Ich habe noch 2, 3 Fragen aus dem Chat und dass wir danach die kleine Zwischenpause machen, damit du auch mal Luft holen kannst und was trinken kannst. Ja, gut. Dann hätte ich jetzt folgende Fragen aus dem Chat. Also einmal die Frage, die ganz oft aufgetaucht ist, wie können wir das lernen? Du hast es 2, 3 Mal angekündigt und ich fasse nochmal eine 2. Frage dazu. Kann man in jedem Alter in den Systemen arbeiten? Das heißt, ein aktuell wenig entwickeltes dann auch stärken? Ja, kann man. Kann man auf jeden Fall. Und ganz viele Methoden, also zum einen muss man sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt im weiterführenden Verlauf, ich mache es mal kurz. Zum einen sind Selbstkompetenzen lebenlang erlernbar, tatsächlich. Also es gibt ja Dinge, da gehe ich auch gleich noch ein bisschen drauf ein, die sind uns angeboren, sowas wie Schüchternheit. Das kann man auch nicht mal eben so wegmachen, aber man kann sozusagen was dazulernen, um kontextsensibel in Situationen anders reagieren zu können. Und das, dann war, ja. Das als kurze Antwort. Und die 2. Antwort, wie man das lernen kann, wolltest du das wiederholen? Ja, das ist so die Frage, wie kann man das lernen? Genau, also jedes System hat sozusagen seine eigenen Zugänge. Und es selbst funktioniert nicht über Sprache, habe ich ja gesagt. Ne? Und das funktioniert über Bilder zum Beispiel. Also eine Methode von Maya Storch ist, mit Bildmaterial zu arbeiten. Das heißt dann Ressourcen aktivieren aus dem Unbewussten, so nennt sie das. Und dazu kann ich aber auch nochmal einen Artikel weiterreichen. Das hat viel damit zu tun, also wir sind ja in unserer Gesellschaft sehr stark in diesem linken System unterwegs. Und dieses Selbstsystem, diese ganze Achtsamkeitsthematik zum Beispiel, die jetzt so aufkommt. Ne? Im Selbst zu sein bedeutet zum Beispiel, wenn ich das als einfache Situation beschreibe, ich sitze im Garten, ich bin total entspannt. Also da greift ja sowas wie Selbstberuhigung. Ne? Ich denke gar nicht so nach. Ich lasse alles so auf mich wirken. Das sind Momente, in denen das Selbstsystem aktiv werden kann. Das sind Momente, wo man manchmal Ideen zur Lösung bekommt, wo man gar nicht weiß, wo die herkommen. Ja? Also ich sehe jetzt nur dein Gesicht, Andreas. Du kennst sowas vermutlich, oder? Oder man ist im Urlaub und wandert und kommt auf einmal auf Ideen, weil man gar nicht unter Stress ist, sondern wie in so einem meditativen Zustand.
Ja, genau sowas kenne ich auch. Wenn ich mich dann mal zum Beispiel auf mein Fahrrad setze, hier während des ganzen Zoom-Tages und in der Mittagspause, dann kommen plötzlich ganz andere Dinge, mit denen man gar nicht so gerechnet hat. Und auch das Bild von der Schule fand ich sehr schön. Also man bewegt sich ja da praktisch auch in ein Bild. Geht mir auch so, wenn ich irgendwie mal in ein Schulgebäude muss, dass dann ganz vieles losgetreten wird an Emotionen und an Vergangenheit, die da hochkommt und ja, alles das, was sich selbst so abspielt. Zwei Sachen habe ich noch. Einmal die PowerPoint, stellst du die zur Verfügung, war noch die Frage. Ja. Und den Artikel leiten wir dann auch weiter. Wir haben ja alle E-Mail-Adressen, das war die nächste Frage. Genau, ich gucke noch mal, was ich da an Begleitmaterial weitergeben kann. Und das stelle ich dann mit ein. Und dann würde ich einsteigen wollen, Michaela, noch mit einer letzten Frage, vielleicht um wieder in das Thema reinzukommen. Wie kann ich denn bei mir auch selber feststellen, welches dieser beiden Systeme bei mir dominiert, also das Selbst oder das Ich? Ja, ich denke schon, also man kann das zum einen über die Gefühlslage, glaube ich, feststellen. Bin ich oft in so einer nüchternen bis negativen Stimmung? Da merke ich schon, da bin ich wahrscheinlich mehr im Verstand oder im Federsinn. Also wenn ich jetzt Stress hatte und ich komme nach Hörst Hause. mich nicht. Bitte? Geht schon wieder schlecht? Ja, vielleicht hat noch jemand sein Mikrofon angehabt. Also Ja, ich. okay. Ja, ich halte das Mikro hier schon in Richtung meines Mundes. also ich komme nach Hause dann und bin eh schon gestresst. Dann fallen mir ja noch mehr Sachen auf, die mich nerven. Dann sehe ich, die Spülmaschine ist wieder nicht ausgeräumt oder eingeräumt. Und die Kinder haben wieder ihre Schularbeit nicht gemacht. Oder, ne? Dann ist der Fokus so total auf diesen Sachen. So, daran kann ich schon merken, boah, ich bin, glaube ich, mehr in dem linken System. Im rechten System zu sein, merke ich an einer eher positiven Grundstimmung. Ne? So wie wenn ich, keine Ahnung, das habe ich heute Morgen noch kurz gesehen, so ein Beispiel auch in dem Pool. Ich bin im Schwimmbad und ich ging nicht 2 Stunden mit meinen Kindern und wir rutschen und haben nur Spaß und ich fühle mich total leicht und erholt. Alles geht so leicht. Das ist auch so ein Teil vom Selbstsystem. Das fühlt sich nicht so nach Hindernissen und Schwierigkeiten an. Mir gehen die Dinge leicht von der Hand. Daran kann ich zum Beispiel merken, dass ich mehr in dem rechten System bin. Und ich habe gerade noch mal kurz überlegt, ob ich ein Beispiel habe für die Arbeit mit dem Selbst. Wenn sind ja pädagogische Fachkräfte und wenn sie, wir machen das manchmal gemacht, dass wir zum Thema Gelassenheit gearbeitet haben. Was ist eigentlich, was brauche ich, um gelassen zu sein? Und was macht für mich eigentlich Gelassenheit aus? Ja, und dann würde ich jetzt sagen, nehmen Sie mal 2, 3 Ihrer Kolleginnen. Und ich habe ganz viele Bildkarten ausgelegt vorher. Und jeder im Raum nimmt sich jetzt eine Bildkarte, aber macht es nicht, dass er sich das Bild durch Nachdenken aussucht, sondern nimmt sich ein Bild, man nennt es somatische Marker. Das heißt, es gibt ein Bild, was ein Körpergefühl auslöst, was ganz positiv ist. Was sich ganz positiv anfühlt, ein positiver Affekt, würde Herr Kuhl sagen. Und dieses Bild nehmen Sie dann mit in Ihre kleine Gesprächsrunde. Jede nimmt ein Bild mit. Und dann ist es aber nicht so, dass Sie jetzt Ihr Bild analysieren und sagen, ja, ich habe mir das Bild ausgesucht, weil ich sehe darin, ne, sondern Sie nutzen die anderen als Fremdgehirne, als Ideenspender aus Ihrer Gesprächsrunde. Und die assoziieren einfach mal, was sie so denken, was in diesem Bild drin ist, so zum Thema Gelassenheit. Das können auch völlig verrückte Sachen sein. Also es kann auch sein, dass ihnen ein Liedtitel einfällt oder, keine Ahnung, ein Gedicht oder irgendwelche wilden Ideen. Und die Besitzerin des Bildes sitzt da einfach nur und hört zu. Eine weitere Person schreibt diese ganzen Ideen auf. Und das macht man dann so abwechselnd. Jeder hat dann hinterher einen Ideenkorb von den anderen. Und ganz zum Schluss erst nehme ich mein eigenes Bild und löse von den anderen auf, was ich mir dabei gedacht habe. Und dann nehme ich mir die Ideen der anderen und fühle nochmal bei Gelassenheit, welche Ideen,
wieder mich körperlich ansprechen? Also welche Ideen von denen, die da stehen, machen mir ein körperlich gutes Gefühl? Und dann sind sie nah an dem Selbst dran. Und das Spannende ist hinterher, dass meine Gelassenheit, wenn wir das dann auflösen, wahrscheinlich eine ganz andere ist als die der anderen, weil ich da ganz andere Erfahrungen in meinem Selbst abgelegt habe und auch ganz andere Dinge brauche, um diese Gelassenheit zu erhalten. Ist das nachvollziehbar? Kannst du da mal, oder also, wenn man es durchführt, dann fühlt man es natürlich noch mehr. Aber das ist so eine Methode, wie man mit dem Selbst arbeitet und wie man darüber auch an die eigenen Bedürfnisse und Erfahrungen anknüpfen kann und damit arbeiten kann. Ja, im Chat ist es ruhig, anscheinend ist es angekommen. Okay. Sind die Fragen damit beantwortet? Die Kursbeschreibung der Methode per E-Mail wäre toll. Ja, wir haben ja können Sie Literatur nennen, die Übungen, die diese beinhalten? Also es gibt so verschiedene. Ich habe hier zum Beispiel, das kann ich aber auch reinstellen, das heißt, ich blick's und bezieht sich wirklich so auf Unternehmen, verstehe dich und handle gezielt. Da sind ganz viele Übungen drin zu den verschiedenen Funktionstypen sozusagen. Aber ich habe auch zum Ideenkorb, gibt es auch eine Beschreibung als Artikel von Maya Storch. Also ich stelle was zusammen. Ja, perfekt. Guck mal, dass ich hier in meiner Präsentation wieder ein Stück weiterkomme. Genau. Wir kommen nämlich jetzt ein bisschen zu dem, was schon angedeutet war, die erste und die zweite Reaktion, wie man Gefühle regulieren kann und sozusagen sein Selbst und damit ja auch seine Haltung. Also das ist ja sozusagen unsere Hintergrundfolie. All diese Dinge beeinflussen ja, wie wir denken und wie wir handeln. Und damit beeinflussen sie sehr stark unsere Haltung. Und da geht es ja dann auch um Haltungsentwicklung. Also wenn neue Herausforderungen kommen, wie wir das vorhin in diesem historischen Verlauf gesehen haben, dann braucht es ja manchmal auch ganz andere Denkweisen, Einstellungen und auch Handlungen. Und das ist ja immer eng verknüpft auch mit den Kompetenzen, die ich dann jeweils einsetze und die ich brauche oder die ich habe. Und vorhin war ja die Frage, sorry, ich habe es frisch im Hals. Sorry, vorhin war ja auch die Frage, ob man sozusagen eine Schlagseite in ein System hat. Und das habe ich ja auch bejaht. Und Herr Kuhl spricht da von der ersten und zweiten Reaktion. Die erste Reaktion ist im Grunde unsere Standardreaktion, die sozusagen aus dem System, was ich vornehmlich nutze und was meine Persönlichkeit auch ausmacht, diese Standardreaktion, die ich immer also so als ersten Impuls habe. Und das heißt, mit welcher spontanen Reaktion ich als Person veranlagungs immer zuerst reagiere in Situationen, das ist sozusagen die Erstreaktion. Und die kann ich reflektieren, um dann solche unwillkürlichen Handlungs- oder Gefühlsimpulse auch wieder zu überwinden und denen ich ausgeliefert bin. Das heißt, wenn ich schüchtern bin, ist es ja erstmal gar nicht schlimm. Aber wenn ich schüchtern bin und ich soll hier heute vor 120 Leuten einen Vortrag halten, dann kann das schlimm werden. Und dann ist es hilfreich, wenn ich mich selber gut beruhigen kann, um das zu überwinden, dass es mich total stresst, jetzt vor 120 Leuten zu sprechen, zum Beispiel. Ja? Diese Reflexion der Erstreaktion hilft auch dazu, zu reflektieren, welche Handlungsstrategien habe ich bisher benutzt, um mich durchzusetzen, um Schwierigkeiten zu überwinden, um Beziehungen zu gestalten. Aber wie kann ich diese Handlungsstrategien auch erweitern? Und es zeigt mir auch, wie ich unter Stress und Druck Ziele verfolge oder Misserfolge verarbeite und wie ich da handlungsfähig bleiben kann und auch wo meine größten Entwicklungschancen liegen. Das wäre sozusagen die Erstreaktion. Die Erstreaktion ist zum Beispiel geprägt durch diese Big Five. Das kennen wahrscheinlich einige von Ihnen. Das sind Persönlichkeitseigenschaften, bei denen man sagt,
die sind, die bringt man mit, die sind eher genetisch. Also ob ich ängstlich bin und verletzlich mehr oder selbstsicher und ruhig, ob ich eine Rampensau bin und gesellig oder eher zurückhaltend und reserviert und das eher meide, das wäre ja auch Schüchternheit, mich in größeren Gruppen aufzuhalten. Offenheit für Erfahrung fand ich spannend, ist auch etwas, was man mitbringt. Ne? Menschen, die Offenheit für Erfahrung mitbringen, sind eher neugierig und erfinderisch. Das ist als ein bisschen verkürzt, aber so als kleine Impulse. Und die, die das nicht so mitbringen, sind eher vorsichtig und brauchen so eine sichere Bank. Gewissenhaftigkeit ist was man mitbringt. Also wenn das stark ausgeprägt ist, sehr organisiert zu sein, sehr effektiv zu sein, da sind wir ja auch so als Beispiel wieder auf der linken Seite unseres Hirns unterwegs in dem System. Wenn ich das nicht so ausgeprägt habe, dann wird es eher verbunden mit Unbekümmertheit oder Nachlässigkeit, die Dinge nicht ganz so ernst zu nehmen. Und das letzte, Verträglichkeit, da geht es vor allem um Beziehungen mit anderen zu haben. Also wenn ich das ausgeprägt habe, bin ich sehr freundlich, mitfühlend, kooperativ. Und wenn ich das weniger ausgeprägt habe, vielleicht eher misstrauischer gegenüber anderen, wettbewerbsorientierter, das so als Beispiele. Und das ist was wir erstmal mitbringen. Das heißt, Temperament ist auch was wir mitbringen. Wenn ich so ein sehr aufbrausendes Temperament habe, ja, dann ist die erste Reaktion, wenn dieses Temperament gereizt wird, erstmal, dass ich denke, so, oh, also, ne? Und das ist aber nicht immer so sozial verträglich. Und deswegen ist es gut, so eine Zweitreaktion zu entwickeln, kontextsensibel. In vielen Situationen ist die Erstreaktion auch okay, ist ja nicht falsch, so zu sein, wie man ist. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, was wegzutrainieren. Ja? Und da nochmal so zusammengefasst, die Erstreaktion ist gekennzeichnet durch unseren Persönlichkeitsstil, die Art und Weise, wie wir spontan zuerst reagieren. Dieser Persönlichkeitsstil wird durch bevorzugte Affektlagen oder Stimmungen, das haben wir ja gesagt, ne, dass die Systeme auch immer mit bestimmten Affekten verbunden sind, bestimmt und durch das Temperament und ist genetisch bedingt und sehr früh geprägt. Und ist auch geprägt, das habe ich gestern noch dazu gefügt, durch Konzepte und Einstellungen, Werte und so weiter, die wir haben. Das prägt auch unsere erste Reaktion. Aber in so herkömmlichen Persönlichkeitstests wird gerade diese Ebene der Persönlichkeit gemessen. Aber für unser Handeln ist es gar nicht so bestimmt, weil wir in der Lage sind, eine Zweitreaktion zu lernen und uns lernen zu regulieren. Also diese Erstreaktion ist schon, die ist nicht so veränderbar in dem Sinne. Ja? Das sind schon feste Persönlichkeitsmerkmale, aber wir können eben Strategien dazu lernen. Und die Zweitreaktion zeigt, wie jemand im Laufe seines Lebens gelernt hat, sich selber zu steuern, sich zu regulieren und auch Situationen zu meistern, die er jetzt mit seinem Spontanverhalten, was er erstmal mitbringt, nicht angemessen bewältigen kann. Und diese Zweitreaktion, das war ja vorhin auch eine Frage, lässt sich ein Leben lang entwickeln, verbessern und anhand der Interaktion dieser vier psychischen Systeme, dass ich lerne, die zu switchen, und die Selbstkompetenzen, die damit verbunden sind, zu nutzen, kann ich da ganz viel für mich entwickeln. Ja, und wenn man jetzt nochmal so zurückkommt auf, was hat das mit dem pädagogischen Alltag zu tun, haben wir auch mit pädagogischen Fachkräften und Lehrkräften ein Projekt gemacht, wo wir mal gefragt haben, was sind eigentlich eure Belastungen und Ressourcen, und haben das ausgewertet und dann die Frage gestellt, ja, was sind so die Themen, da wird es ja in Richtung Haltung gehen, wo ihr glaubt, die braucht ihr, um euren pädagogischen Alltag gut zu bewältigen und auch die Kinder, deswegen hier Erwachsene und Kind, zu unterstützen, gute Selbstkompetenzen zu entwickeln. Weil, also das ist jetzt nicht hundertprozentig durch Forschung schon belegt, aber wir gehen davon aus, dass wenn ich als pädagogische Fachkraft gut aufgestellt bin in meinen Selbstkompetenzen, das beantwortet auch die Frage, wie man das lernen kann, dann kann ich auch Kinder gut darin begleiten, dass sie Selbstkompetenzen entwickeln. Denn wenn wir jetzt mal die Selbstkompetenz Selbstberuhigung nehmen, ja,
Und wir wollen jemandem helfen, unsere Zielgruppe sind ja Kinder, diese Selbstberuhigung zu entwickeln. Dann muss sozusagen das Selbst des Kindes aktiv sein, wenn ich das Kind beruhige. Das heißt, wenn ich sage, ist ja nicht so schlimm oder ist ja gleich wieder vorbei, dann funktioniert das nicht, diese Art von Selbstberuhigung. Sondern das Kind muss sich verstanden und selbst geschätzt, wertgeschätzt fühlen und muss auch das Gefühl haben, das dockt jetzt gerade an das an, was es selber empfindet. Ja? Also sowas wie Spiegelung von Emotionen. Darüber können Kinder Selbstberuhigung lernen und verinnerlichen das in ihrem Selbstsystem und können dann in späteren Situationen auch selber darauf zugreifen. Und das gilt genauso für Erwachsene. Also wenn ich bin also ein Künstlertyp auch, also ich bin auch, der Andreas ja gesagt, habe auch Kunst studiert, Schwerpunkt Grafik. Und meine Schwäche war immer so ein bisschen dieses, wie die Tina Fischer in den Kabuff zu gehen und die Pläne zu machen und strukturiert zu sein. So, ja. Und das habe ich zum Beispiel in den Jahren sehr über eine Kollegin gelernt. Also man lernt über Vorbild auch diese Selbstkompetenzen. Wenn man das auf dem Schirm hat, wo sozusagen die eigenen Baustellen liegen, kann man durch Vorbild sehr viel lernen. Auch durch Ela, kommt gerade eine Zwischenfrage, die dazu reinpasst. Das Entwickeln einer bewussten Grundhaltung erfordert demnach ja auch eine saubere Biografiearbeit. Ja. Wo und wann ist das möglich? Wo und wann das möglich ist, meinst du jetzt in der pädagogischen Arbeit? Gehe ich jetzt mal von aus, so würde ich es übersetzen. Ja, das ist das, wo wir im Grunde wieder bei der Strukturqualität sind, ne? Dass es eigentlich Zeit braucht, auch im Team Dinge zu reflektieren, dass es Zeit braucht für diese Auseinandersetzung mit diesen Dingen. Ich kann das natürlich privat machen, mich damit auseinandersetzen. Ich kann mir auch Coachings holen oder sonst wie was. Aber eigentlich für bestimmte Dinge, also dieses Beispiel, was ich am Anfang genannt habe mit dem gut angezogenen Mädchen, ja, mit der weißen Strumpfhose. So. Das wären ja auch Sachen, die man in Form von Fallbesprechungen in einem Team reflektieren könnte und auch gucken könnte, so wie siehst du das, ne? Was sind deine Erfahrungen da und so weiter. Beantwortet das die Frage? Ich denke, auf jeden Fall geht das in die Richtung. Also im Chat kommen jetzt ganz viele Nachfragen zur Umsetzung in der Praxis und in Teams und die pädagogische Anforderung auch der pädagogischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und ich habe jetzt zwischendurch mal verwiesen, dass wir im Anschluss noch eine Diskussion haben und dass das dann an dieser Stelle, glaube ich, ganz gut platziert ist und würde jetzt dir noch ein wenig Zeit geben, um deinen Vortrag dann abzuschließen. Ja, ich bin auch schon Richtung Ende. Wir haben es auch schon. 23. Also das nochmal als Bild. Ne? Die Vorbildfunktion ist eine ganz wichtige, wenn es darum geht, Selbstkompetenzen zu lernen. Und hier habe ich es auf der Ebene von Erwachsenen zu Kind, aber das funktioniert natürlich auch unter Erwachsenen, dass man da ganz viel voneinander lernen kann. Und jetzt kommt im Grunde nochmal so eine Zusammenfassung von dem, was ich gesagt habe. Also Strategien um diesen inneren Kompass, das ist ja unser Sinnbild für die Haltung, zu bewahren, ist eine hohe Selbstreflexionsfähigkeit und eine forschende Haltung sich selber gegenüber. Und das, was gerade auch gefragt wird, auch eine biografische Selbstreflexion, dass man im Grunde eigene Verhaltens-, Beziehungs- und Deutungsmuster versteht und die Offenheit hat, sich das auch anzugucken. Dann geht es darum, in Stresssituationen mit Selbstannahme und Selbstmitgefühl in Begegnung zu gehen und den Selbstzugang zu erhalten. Da arbeite ich zum Beispiel ganz viel mit, das sind ja auch so Resilienzthemen, mit Achtsamkeit. Und damit verbinde ich wirklich nichts Esoterisches. Also angelehnt an Boris Bornemann zum Beispiel, der Neurowissenschaftler, Psychologe ist und ganz viel handfeste Sachen entwickelt hat, auch Übungen entwickelt hat zum Thema Achtsamkeit, wäre jetzt für mich so ein Tipp. Die haben auch eine App entwickelt, die Balloon-App, vielleicht kennen manche die von ihnen, wo man im Grunde jeden Tag 10 Minuten Zeit sich nehmen kann, um sich mit bestimmten Themen Achtsamkeitsübungen zu beschäftigen. Was ich sehr alltagstauglich und selbsterprobt empfinde, als ein Hinweis. Dann
die berufliche Wirklichkeit anzunehmen, wie sie ist, statt gegen Windmühlen zu kämpfen. Das ist ja so ein bisschen, es gibt da dieses Gelassenheitsgebet, was sagt, nimm die Dinge an, die du nicht ändern kannst, änder die Dinge, die du ändern kannst. Und die Kunst ist natürlich, beides voneinander zu unterscheiden. So ein bisschen in diese Richtung geht. Das heißt natürlich nicht, dass man alles ungefragt annimmt, aber im Prinzip da prüft. So. Und eher nach Lösungen zu suchen, statt auf Probleme zu fokussieren. Auch das hat ja viel mit dem, welches bin ich in der Lage, vom Fehlersuchen zu switchen in den intuitiven Bereich, um auch Lösungen zu finden, die eigenen Gefühle regulieren zu können, sich selbst gezielt beruhigen zu können oder auch aktivieren zu können. Also wenn ich jetzt Roland Kramer bin und ich habe da einen Plan gemacht, dann muss ich eigentlich wieder in eine positive Gefühlslage kommen, um in Handlung zu kommen. Also es ist wichtig, dass ich das switchen kann, dieses System, in diesem System. Klare Grenzen zu ziehen, diese auch zu vertreten, sich die eigene Gelassenheit als Fundament zu bewahren, hilfreiche und unterstützende Beziehungen zu suchen und aufrechtzuerhalten. Das sind jetzt so wünschenswerte Strategien. Das ist natürlich ein Stück Arbeit auch für den einen mehr und für den anderen weniger, ist auch immer abhängig, wo man schon seine Stärken hat und wo man das Gefühl hat, da könnte ich noch was entwickeln. Und jetzt nochmal so ein bisschen wissenschaftlicher. Diese professionelle Haltung beruht also auf diesen verschiedenen psychischen Funktionen, auf den Selbstkompetenzen, also auf der Fähigkeit, ganzheitlich zu fühlen und Zusammenhänge zu erkennen, den Überblick zu behalten, wachsam gegenüber widersprüchlichen Erwartungen und Impulsen von innen und außen zu sein. All das kann das Selbst und auch Gegensätze zu integrieren und schwierige Erfahrungen, das kann alles das Selbst. Die Fähigkeit zu Zweitreaktionen als Möglichkeit, meine Emotionen zu regulieren, um mich professionell auch verhalten zu können, eine professionelle Haltung zu entwickeln. Und dann kommen natürlich wieder die pädagogischen, fachlichen Kenntnisse dazu. Und deswegen ist so ein Fazit auch gewesen, dass es auch ein Ziel von Aus- und Weiterbildung sein muss, die Selbstkompetenzen von Fachkräften zu fördern, damit sie sich ihres inneren Kompasses bewusster werden, und um die Bedeutung von Selbstkompetenzen wissen und auch wann die gefährdet sein können und Wege kennen und wissen, wie man Selbstkompetenzen erhalten und erneuern kann. Das ist so ein wichtiges Fazit aus der Auseinandersetzung zum Thema Haltung. Und ganz zum Schluss nochmal das Wort zum Sonntag, um Kinder bestmöglich zu unterstützen und dabei den eigenen inneren Kompass zu schützen, braucht es einen guten Zugang zu den eigenen Selbstkompetenzen. Denn nur damit ist professionelle Beziehung und ressourcenorientierte Lernbegleitung möglich. Und das Zweite, was finde ich für die Fachkräfte wichtig ist, ist Selbstfürsorge, ein ganz großes Wort, ein wichtiges Wort. Und Selbstreflexion ermöglichen, dass man den Beruf auch langfristig und mit Freude ausüben kann, bei all den Anforderungen immer wieder auf sie einströmen. Ja, das war mein Vortrag. Ja, Michaela, vielen herzlichen Dank für deinen Vortrag und ja, ich denke auch für den Impuls.